hoffe, dass man gut geht. Tja. Echtzeit. Alles, nichts darf gefuscht werden. Echtzeit, echt Wetter. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das im Dunkeln funktioniert. Von Wilhelmshaven nach, wie heißt es denn auch gleich hier, Westerstede. Und ich musste tricksen, ich musste so tun, als würde der Flugplan bis Papenburg reichen. Weil der Flugplatz Westerstede ist zu klein, so dass er den nicht akzeptieren will. Jedenfalls nicht für dieses Flugzeug, ne? Ja, ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los. Das kann ja nur eine Katastrophe gehen. Ich sehe nämlich so viel wie ihr, nämlich nix. Bremse los, Gas rein, volle Granate und hoffen, dass die Lemmys da auch vernünftig angebracht sind. Muss da nicht nochmal so eine Leuchtleiste in der Mitte sein? So ist das, wenn man in der Provinz herumfliegt. Hier in Wilhelmshaven, da haben sie sowas nicht. Da muss man froh sein, wenn sie Striche auf Boden haben. So, abheben. Fahrwerk rein. Aber eben aus dem Fenster gucken. Welche Richtung fliegen wir denn? 20 Grad. Das wäre rechts rum, ne? Oder ich fliege links rum, dann sieht man ein bisschen mehr. Aber ich mach, glaube ich, schon mal den Autopiloten an. An. Autosrottel. Da muss auch mehr Feuer rein. Und sehen, dass wir die Höhe hier halten, ne? Mindestens halten, wenn nicht sogar noch steigen. Ja, ja. Das ist ein bisschen wenig, ne? Also 400 Fuß. Das reicht mir nicht. Da geben wir noch ein bisschen was drauf. Pitchstück 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt geht das Teil nach oben mit uns. Typhus, Pest und Cholera. So. Ich habe festgestellt, es gibt keine Knöpfe für die Instrumenten und Dome-Lights. Ne? Da oben kann man sie drehen. Und man kann sie nicht per Tasten und nicht per Hebel oder Regler an- und ausmachen. Man muss es wirklich direkt im Cockpit machen. Hm. Nun gut, aber immerhin. Man hat ja eine Restlichtverstärkerbrille hier liegen. Ach guck mal, da ist ja schnell der nächste Flughafen. Aber da wollen wir nicht hin, ne? So, ihr seht, meine Minimap geht wieder. Hey! Aber ich sollte noch eben Nachfahren werfen. Wenn wir in die richtige Richtung fliegen. Ja, das sieht gut aus. Das war vor uns, das ETNJ, also Echo Tango November Juliet. Was immer das sein mag für einen Flughafen. Ich sehe noch gar nicht mehr, so versenkt da vorne. Jetzt geht es jedenfalls im Dunkeln nach Westerstede. Ja, schön sieht's hier aus, ne? Nur zurechtfinden ist so eine Sache. Und automatische Landehilfen, da sehe ich auch schwarz für. So, 1500 Fuß. Ich fliege ja hier im norddeutschen Flachland. Damit dürften wir höher als alles fliegen, was es hier gibt. Abgesehen vom Bremer Müllberg vielleicht, die Deponie. Die können noch einen Tick höher sein, aber alles andere ist hier so flach, dass man mit 1800 Fuß alles überfliegt. Deswegen mache ich bei 1800 jetzt auch Feierabend. Und sag ihm so, munter Mann. Ja, das hat man nur von dieser Echtzeitfliegerei, ne? Alles dunkel. Alles duster wie im Kino, bla bla bla. Donner, genau, so war das. Donner schmeißen mit Pantino, treffen Kerze, Stearino, alles dunkel wie im Kino und Rabatz. Oh shit, das ist 19:30 Uhr, wir haben noch 19:30 Uhr. Das ist wahrscheinlich hier UTC. Genau, 19:31 Uhr Echtzeit. Und diese Echtzeit fliegen wir jetzt auch. Das Echtwetter ist zum Glück scheinbar gut. Ich glaube, ein bisschen mehr Speed kann man noch drauf geben. 200 könnte die Kiste glatt schaffen, solange man nicht komplizierte Manöver fliegen will. Ja, gucken wir eben nach draußen. Da wird wohl
nicht viel zu sehen sein, aber wir gucken trotzdem. Da ist aber verdammt wenig zu sehen. Ich glaube, ich kann aber noch ein bisschen Licht machen, ne? Mal gucken. Was haben wir denn hier unten alles? Also Strobe mache ich mal an, in der Hoffnung, dass er Schaden, in der Hoffnung, dass er mich nicht... Tail Floodlight, genau, den machen wir noch an. Und ich glaube, den Rest können wir einfach anlassen. Das ist zwar so nicht richtig, aber es funktioniert und es ist schön hell und blinkt und blitzt. Genau, so, jetzt haben wir noch die Taillights an. Also das Logo der Airline wird dann hinten auf dem Leitwerk angeleuchtet. Wenn wir mal gucken, ob wir reingucken können. Ja. Aber für den Screenshot reicht das nicht, da sieht man nichts von daher. Und diesmal sollten wir auch die 15-Minuten-Grenze zur Abwechslung mal schaffen, weil dieses Ding ist fast doppelt so schnell wie die 172. Dann schauen wir doch mal. So, jetzt machen wir hier von einem Screenshot. Das ist ja alles selbstleuchtend. Na, ein bisschen höher. Oh. Das war gern der hier. Der war es jetzt wirklich. Und wir sind wo? Da. Und es ist weit? Nein. Halben Weg haben wir ungefähr. Da sollte ich mir jetzt mal so langsam Gedanken machen darüber, ob es hier nicht doch irgendwelche Navigationshilfen gibt. Also EDWX. Das war wohl nix, EDWX. Tja, Details. Keine Funkfeuer, kein gar nichts. Da müssen wir wirklich nach GPS fliegen und hoffen, dass von der richtigen Ecke runterkommen. Kann vorne, ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. Dann würde ich sagen, machen wir die Geschwindigkeit ruhig schon mal weniger. Das mit dem Landen wird auch noch interessant werden, weil es schwierig sein könnte, die Kiste so langsam zu kriegen, dass sie mit Dingenskirchen, mit Flaps überhaupt noch oben bleibt. Gibt's hier irgendwo einen Zettel? Meistens klebe ich wieder hier irgendwo einen Zettel dran, wo drauf steht, wie schnell ich womit darf. Aber es sieht so aus, als wäre das hier im Orkus der Geschichte Bahngegangen. Ich glaube, ich gehe auch schon mal ein bisschen runter. Ich mache Höhe weg. So, Geschwindigkeit. Ah ja, wir werden zu langsam, also fahre ich jetzt Flaps aus. Ah, okay. Das geht noch. Ich glaube, sinken müssen wir noch etwas mehr, ne? Müssen noch, noch mehr Geschwindigkeit möchte ich gar nicht verlieren. Ich fahre noch einmal. Oh, 120, mal gucken, ob das mit der... Es ist eben noch zu schnell alles. Es ist immer noch zu schnell, Donnerwetter. Wie weit muss ich denn runtergehen? Guck mal, jetzt fängt die Mühle schon wieder an abzuschmieren, weil eben das zu... Nee, er will schon auf Anflug gehen. Da werden wir wohl optisch dran hinflügen müssen, wa? Also langsamer. Jetzt bin ich auf 100 runter. Ist hier so auch eine Markierung, ne? Genau, wenn wir da drunter sind, müsste das Gepiep auch aufhören. Das Fahrwerk auch nochmal aus. Es könnte sein, dass er unterhalb einer bestimmten Höhe sagt, Mensch, denk an das Fahrwerk. Ja, es war das Fahrwerk, das Gepiepe. Na gut. So, 100 Knoten haben wir jetzt drauf. Fahrwerk ist raus. Wir sind auf 600 Fuß. Die möchte ich jetzt erstmal halten. So, der Flughafen ist ziemlich genau hinter uns. Da müssen wir den Kurs praktisch durchdrehen. Vergrößere ich das hier mal. Und ja, das ist total vorbildgerecht. Ohne ein Tablet oder ein Handy sitzt dort auch keiner mehr in so einer Maschine drin. Wenn die noch was viel Edleres dabei haben. Ja, aber die Richtung muss ich aufpassen. Und sonst für die Autobahn? Warum sind Autobahnen hier eigentlich durchgehend beleuchtet? Das ist irgendwie nicht vorbildgerecht. Na schön.
würde ich sagen, schmeißen wir die Kiste mal rum. Das heißt also Autopilot aus. Ja, ich weiß, wenn ich die Autopiloten abschalte, ist das hochgefährlich, aber wir probieren es trotzdem mal, ne? Dann aufpassen, bloß nicht zu schnell werden. Ich reiß mir ja dauernd irgendwelche Landeklappen ab. Höhe im Auge behalten. Da ist die Landebahn schon wieder. 400 Fuß. Bisschen mehr Geschwindigkeit brauche ich. Bremsen kann ich schon mal reinknallen. So. Ich luft aber bremsen. Laut Radarhöhenmesser. 190. Bin noch ein bisschen hoch. Muss ich höher einsetzen, sonst sehe ich gleich die Landebahn nicht mehr. Das wäre unangenehm. Bin tatsächlich ein bisschen hoch. So, das sieht jetzt gut aus. 70, 80, 80 Fuß. Muss ich mir wirklich ein bisschen höher hinsetzen, ne? Also ein bisschen geraten mit der Geschwindigkeit, ne? Und der Höhe hier. Oh, 50. Jetzt könnte ich den Callout wieder brauchen, den ich extra abgeschaltet habe. Wow. Okay. Nicht perfekt, aber angekommen. Lebendigen Fußes sogar. So, oh ja, die Bremse funktioniert aber hervorragend. Das ist doch mal was Schönes. So, da drüben ist Licht, dann können wir da auch hinfahren. Auf die Uhr habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das werde ich dann später sehen, wie lang das Video geworden ist. Ich glaube, hier sind die Taxiways gar nicht beleuchtet. Hier müssen wir wirklich querbeet, wa? Ach, da vorne ist das nicht was hier? Nee. Doch, hier ist Asphalt. So. Wir stellen uns natürlich da, wo Licht ist, ne? Nicht wie hier die Kellerkinder im Dunkeln. Nein. Wir können uns Licht leisten. Deswegen nennt man das ja auch Lichtleiste. Ha, ha. Oh, der war flach. So, ich würde mal sagen, hier, ne? Sieht so ein bisschen aus, als würden die Kids hier normalerweise Basketball drauf spielen. So. Da sind wir. Bremse rein. Bremse steht. Ich stehe auch. Gas ist raus. Wenn ich jetzt den Avionic Master ausmache vor den Motoren, ist es so dunkel, dass ich die Instrumente zum Ausmachen des Motors nicht mehr sehen kann. So, wo war das denn? Ach richtig, hier war das irgendwo, ne? Der glorifizierte Benzinhahn. So, dann haben wir hier unten noch Ignition. Das war jetzt aber wirklich die falsche Richtung. Ignition auf, naja, schön. Avionics Master. External Power haben wir gar nicht. Battery. So, was habe ich gesagt? Irgendwas leuchtet weiter. Aber wo? Egal. Ignorieren wir das einfach, wie man das bei allen guten Problemen macht, besonders in der Politik. Das ist so ein Recht, ein Rest Armaturenbrettbeleuchtung. Auch ohne Batterie leuchtet es wunderbar. Dann können wir uns jetzt hier umschauen, und zwar mit diesem Knopf hier. Ja, da läuft immer noch ein Motor. Sogar zwei Motore.
machen wir doch folgendermaßen. Wir setzen uns rein und gucken erstmal mit der Taschenlampe. Warum ist sie eigentlich rot und warum ist sie so... Ah, damit kann man das machen. Okay. Ist auch gut für Einbrecher hier, ne? Wenn man nachts Flugzeuge entwenden will, ist das ja perfekt. Auto Feather. Oxygen Mass, External Power ist eigentlich alles aus. So gesehen müssten die Motoren längst stehen. Na gut, vielleicht wissen die Motoren das nicht. Nun denn, sei es drum. Dann würde ich sagen, machen wir die Taschenlampe wieder aus, damit sie uns hier nicht die Batterie ausfrisst, wie die andere Batterie. Nein, sowas will ich doch gar nicht. Ich will nur die Batterie ausmachen. Da. Batterie ausmachen, Quatsch. So, wir haben ja eine Zeit im Auge zu behalten. Also, vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns nächstes Mal. Und tschüss und überhaupt. Stopp!